Wunderbar. Also das ist ja, also das hat übrigens nicht besser, weil Sie da schon fast denken, Sie sind ein Paar. Du gehst doch nur mit ihm ins Bett, um mich zu verletzen. Und dabei denkst du die ganze Zeit an mich. Mhm. Ist doch so, oder? Wunschdenken, mein Lieber. Reines Wunschdenken. Das Gefäß kann jederzeit platzen. Sie sollten sich sofort operieren lassen. Die Klinik ist auf diesen Eingriff vorbereitet. Morgen. Dankeschön. Was ist? Was war das denn? Ich weiß es nicht. Wie kommst du dazu, mich zu küssen? Sorry. Ich weiß nicht, was da gerade in mich gefahren ist. Das war falsch. Allerdings. Ich hole Hilfe. Es hieß doch, ich hätte noch 4 Wochen Zeit. Ich dachte, ich konnte mich in Ruhe vorbereiten und Zeit mit meiner Familie verbringen. Das war, bevor ich den neuen Befund hatte. Es geht nicht. Samir und ich, wir stehen uns so nahe wie damals, als sie noch ein Kind war. Ich brauche die Zeit mit ihr. Vielleicht irren Sie sich. Herr Obote, es hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Aber bei meiner letzten Untersuchung war es noch nicht so schlimm. Warum auch immer, das Aneurysma ist schlagartig gewachsen. Das Gefäß kann jederzeit platzen. Sie müssen sich oder sollten sich so schnell wie möglich operieren lassen. Gibt es keine andere Alternative? Eine schnelle Operation ist Ihre einzige Chance. In 4 Wochen ist es sicher zu spät. Was meinst du, wie lange unser Geld noch reicht, wenn du weiterhin so ausschweifend shoppst? Oh, eine ganze Weile. Zumindest für mich allein. Shoppen ist das typische Hobby einer frustrierten Frau. So ein Spruch kann auch nur von einem Mann kommen. Meinst du, diese Einkäufe helfen dir über mich hinweg? Bild dir mal nicht zu viel ein. Soll das jetzt ein Machtspiel werden, oder was? Das habe ich doch gar nicht nötig. Mir ist nur klar geworden, dass Schmuck und Kleider mir 100-mal lieber sind als du. Glaubst du das selber nicht? Ich weiß, in der Liebe sind alle Mittel recht, aber sollten wir nicht endlich aufhören, uns zu verletzen? Wer redet denn hier von Liebe? Wir gehören zusammen, Fiona. Nicht, dass ich wüsste. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dir unsere gemeinsamen Nächte nicht fehlen. Zusammen sind wir unschlagbar. Getrennt sind wir nur halb so gut. Wie wäre es, wenn wir heute Abend unsere Versöhnung feiern? Ich bin schon verabredet. Mit deinem Bruder. Wie lange willst du dir noch vormachen, dass du ohne mich leben kannst? Ich erwarte dich heute Abend zum Essen. Meine Familie darf nichts davon erfahren. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich lasse mich morgen nur unter der Bedingung operieren, dass weder Vera noch Samir etwas davon mitbekommen. Wie soll ich das Samir gegenüber verantworten? Sagen Sie ihr einfach nichts. Und wenn Ihnen etwas zustößt? Ihnen muss klar sein, dass die Chance, diese Operation zu überleben, nach wie vor gering ist. Aber es ist immerhin eine Chance. Aber wenn Sie nicht wiederkommen? Sie nehmen Samir und ihrer Ex-Frau die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Es ist ein schlechtes Omen, wenn ich mich jetzt verabschiede. Als würde ich selber nicht an einen erfolgreichen Eingriff glauben. Trotzdem, ich verstehe Sie nicht. Hier geht es um mein Leben, Herr Doktor. Und jeder ist für sich verantwortlich. Ich werde meiner Familie nichts von der Operation sagen. Eher verzichte ich auf den Eingriff.
und verbringe den Rest meiner Zeit mit ihnen, als ob ich noch Jahre zu leben hätte. Ich kann sie von meiner Meinung nicht überzeugen, aber ich will ihr versprechen, dass sie über die OP schweigen. Ich verspreche es. Ich komme wieder. Davon bin ich fest überzeugt. Victoria, was ist denn passiert? Ich bin blöd umgeknickt. Komm, komm, lass mal sein. Ja, am besten, du stehst auf, ich helfe dir, komm. Komm, und... Ja, und jetzt versuch mal ganz vorsichtig aufzutreten, vorsichtig. Es geht schon irgendwie, wenn ich es nicht belaste. Bist du sicher? Mhm. Siehst aber ganz schön fertig aus. Ja, das war nur der Schreck. Was meinst du, wie ich mich erschrocken habe, als Marc mir erzählt hat, was passiert ist? Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Und schaffst du es zu gehen? Ja, ich pack's schon. Shit, hilf doch mal, dann stütze mir dich. Nein, das kommt nicht in Frage. Es kommt nicht in Frage. Wieso denn nicht? Jetzt sei doch vernünftig. Simon, du alleine reichst mir. Vollkommen. Ja, okay, wenn du meinst... Warte. Na, geht's? Ja. Danke. Gregor. Hey. Und hast du schon neue Ergebnisse? Hm? Mein Vater wollte dich auch schon wegen der letzten Untersuchung fragen. Das hat er auch. Ja, und? Und was? Jetzt mach's nicht so spannend. Schließlich geht's um seine Gesundheit. Du weißt doch, dass ich der Schweigepflicht unterliege, Samir. Ja, aber wir sind doch auch befreundet und ich weiß sowieso, worum es geht. Das musst du deinen Vater selber fragen. Was sollte er denn schon dagegen haben, wenn du mir was sagst? Es tut mir leid, ich muss jetzt zum Hausbesuch. Gregor, hey, bitte, was weißt du? Nichts Besonderes. Es war eine reine Routineuntersuchung. Alles im grünen Bereich. Bis dann. Was sollte das denn? Wieso macht Gregor das? Arztgeheimnis? Es ist doch kein Geheimnis, dass mein Vater todkrank ist. Ich dachte, Gregor und ich würden einander wieder vertrauen. Und jetzt? Er war so abweisend. Ah, schon Feierabend, oder? Nein, ich geh bloß zur Bank und nachher muss ich wieder arbeiten. Ah. Und Sie? Ein Mann wie ich ist 24 Stunden im Einsatz. So. Und wo findet denn der nächste Einsatz statt? Da drin, Samir Gröber gibt mir Tanzunterricht. Ja, Donnerwetter. Sie geben sich ja richtig Mühe. Ja, da geht es drauf wetten. In ein paar Wochen bin ich so weit, da ziehe ich die Zwickel und Tanzfläche, dass ihr die Luft wegbleibt. Vielleicht aber schon früher. Wieso, warum jetzt? Da kommt Ihr Schwarm. Grüß Sie, Frau Sonnwichler. Grüß Sie, Herr Nöckler. Grüß Gott, Zwick, ist mein großes Vergnügen, Ihnen zu sehen. Ganz meinerseits. Wie geht's denn, ja, danke schön, gut. Und Ihnen? Ja. Immer noch fleißig beim Tanztee im Wirtshaus? Leider nicht. Nein, mein Tanzpartner ist schon seit 3 Wochen auf Urlaub in Teneriffa. Ach, wie bedauerlich. Haben Sie keinen Ersatz gefunden? Ach, wenn das so leicht, weil die Mannsbüder tanzen doch heutzutage nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich kenne jemanden. Das wäre ein idealer Tanzpartner für Sie. Ja, aber ich meine, das ist ja wunderbar. Aber wer ist denn der Gurimo? Da steht er. Der Herr Pachmeier.
Das ist ein leidenschaftlicher Tänzer. Ne? Sie? Ja, also wie gesagt, in ein paar Wochen vielleicht. Also, na ja, also. Sie müssen den Bürgermeister mal sehen, wenn der übers Parkett wirbelt. Das macht ihm kein Zweiter nach. Also ich tanze ja den Cha-Cha-Cha für mein Leben gern. Den Cha-Cha-Cha? Na, also da ist er ja überhaupt einsamer Meister. Ja, sagen Sie mal, Herr Bürgermeister, ungeahnte Qualitäten, hä? Da würde ich sagen, wir machen kleine Nägel mit Köpf. Morgen begleiten Sie mich zu meinem Tanztee. Morgen zum Tanz, also Tee. Nein, trinken und also, nein. Ja, haben Sie etwa keine Zeit? Ja, also, fürs Tanzen lassen Sie doch glatt eine Sitzung sausen. Ja gut, dann sind wir zwei Hübschen morgen verabredet. Also, für Gott beieinander. Was sag ich? So einfach ist das. Einfach, Sie sind gut. Ich brauche mindestens noch ein paar Wochen, bis meine Haxen machen, was ich will. Mei, Herr Bachmeier, jetzt stellen Sie sich da nicht so an. Sie machen jetzt einen Unterricht mit der Gruber und morgen sind Sie fit wie ein Turnschuh. Ach. Wo ist denn jetzt dieses blöde Teil? Haben wir dafür nicht eine Saftpresse? Warum ist mir das bloß passiert? Ja, wieso hast du deine Gefühle auch nicht unter Kontrolle? Danke. Jetzt sag doch noch, warum hast du nicht auf mich gehört? Ja, dann wäre jetzt aber hier alles in Butter. Wenn Simon davon Wind bekommt, dann kannst du dich warm anziehen. Vielen Dank. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Die Freundin deines besten Freundes ist absolut tabu. Sowohl Ehrenkodex. Mach mich fertig. Los, komm. Ja, kein Problem. Jederzeit. Hey, du hast Victoria nur einmal geküsst. Und das auch nur ganz kurz, das ist halb so schlimm. Wenn Victoria sich nicht verplappert, dann kann auch nichts passieren. Sie wird es ihm bestimmt erzählen. Sie wollte es ihm ja schon im Schuppen sagen. Aber wahrscheinlich erzählt sie es ihm jetzt gerade. Verdammt noch mal! Warum habe ich mich bloß nicht im Griff? Mein Onkel sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung. Und? Ja. Warum kommst du Victoria nicht zuvor und erzählst es Simon selber? Glaub mir, du könntest das Ganze entschärfen. Das ist gar nicht so blöd. Ja, sag ich doch. Und auf die Art könntest du Simon auch so erzählen, dass er es nicht einen falschen Hals bekommt. Vielleicht versteht Simon mich sogar. Du bist gar nicht so grün, wie du aussiehst. Oh. Den mache ich wohl noch mal. Vielleicht war ich als Vater eine Enttäuschung, aber ich wollte immer nur dein Bestes. Ja, bitte? Du wolltest mich sprechen? Setz dich bitte für einen Moment. Es tut mir leid, aber ich muss gleich weitermachen. Worum geht's denn? Ich muss für ein paar Tage verreisen. Ja, wohin? Es ist geschäftlich, aber ich wollte dich und Samia zum Essen einladen, damit wir uns verabschieden. Wie lange bist du weg? Das weiß ich nicht genau. Ein paar Tage, vielleicht auch länger. Ich bin nämlich heute Abend schon mit Johann verabredet. Wir wollten ins Kino gehen. Kannst du das verschieben? Ungern. Verstehe. Wir können doch nach deiner Rückkehr essen gehen. In Ordnung. Ist doch nicht so schlimm, wenn wir das ein paar Tage verschieben, oder? Stimmt. Ja, gut, dann gute Reise und viel Glück für deine Unternehmungen. Vera, mach's gut und pass auf dich auf. Ja, du auch. Du machst das ganz schön leicht. Das war ein Wink des Schicksals. Die Zwick war so unglücklich, weil ihr Tanzpartner auf Reisen ist. Und da musste ich eingreifen. Ja, aber wenn du die Wette so manipulierst, dann ist es kein Kunststück zu gewinnen.
Die haben mich nicht manipuliert. Ich habe eine günstige Gelegenheit abgewartet. Katastrophe. Was ist denn? Sind Sie als Bürgermeister abgewählt worden? Nein. Nur schlimmer, die Samir hat keine Zeit. Ja, aber Sie waren doch fest verabredet. Ja, schon. Also lässt sich der Vater zum Essen. Ich weiß auch nicht, warum das so wichtig ist. Und am nächsten Tag muss spazieren, einen ganzen Tag. Na, aber die wird doch wohl eine Stunde frei haben. Nein, eben nicht. Aber wenigstens gibt's mal einen Tanzsaal. Na, das ist doch schon was. Ja. Aber jetzt müssen Sie mich betanzen. Sie haben es eingebracht. Nee, da muss ich nur leider passen. Aber Sie tanzen doch so gern. Ja, das tue ich auch. Aber ich muss jetzt in die Küche. Und dort muss ich nämlich antanzen. Sonst lässt mich mein Chef für immer abtanzen. Viel Spaß bei der Küchenpolonaise. Ja, was machen wir jetzt? Herr Bachmeier? Ja. Darf ich bitten? Ja. Nicht so laut. Victoria hat sich gerade hingelegt. Hat sie noch Schmerzen? Ja. Das hat sie ganz schön erwischt. Willst du auch einen Saft? Nein. Simon, ich wollte eigentlich mit dir über Victorias Unfall reden. Warum? Victoria hat mir alles erzählt. Du, es ist so passiert. Einfach so. Sie ist umgeknickt und da habe ich sie ganz schnell in die Scheune getragen. Danke. Sie hatte echt Glück, dass du gerade da warst. Ja, so kann man das auch sagen. Ja. Vielen Dank, dass du Victoria geholfen hast. Das war doch selbstverständlich. Nein, selbstverständlich ist es nicht. Keine Ursache. Weißt du, ich finde, es ist echt ein tolles Gefühl, hier einen Freund zu haben, auf den man sich verlassen kann. Jetzt übertreib mal nicht. Warum denn? Danken kann man hier oft genug, oder? Jetzt doch? Was? Ja, dein Saft. Auf die Freundschaft, hm? Bitte gerne. Gregor. Hey. Bist du heute hier? Mhm, mit meinem Vater. Setz dich doch einen Moment. Wenn es um die Untersuchungsergebnisse geht, frag ihn bitte selber. Ich wollte was anderes wissen. Bist du sicher, dass mein Vater in seinem Zustand so eine Reise machen kann? Ich habe ihn jetzt ein paar Mal untersucht und, also wie es im Moment aussieht, ist diese Reise unvermeidbar. Also ist er gesund genug für sowas, richtig? Ich möchte eigentlich gar nichts. Ich muss jetzt sowieso wieder los. Und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Wie meinst du das? Mein Vater und ich, wir sind uns in den letzten Tagen wieder so nah. Ist schon unglaublich. Bis vor kurzem wollte ich gar nichts mehr von ihm wissen. Er hat sich wirklich sehr um euch bemüht, ja? Um dich. Am liebsten würde ich ihn gar nicht mehr weglassen. Es gibt noch so viel für uns nachzuholen und es gibt so viele Dinge, die ich ihm gern zeigen würde. Ich kann zum Beispiel kaum erwarten, einfach nur mit ihm Schlitten zu fahren. Hoffentlich kommt er bald wieder.
Du siehst bezaubernd aus in diesem Kleid. Danke. Hast du das extra für mich angezogen? Für wen denn sonst? Da hast du ein bisschen zu viel Energie verschwendet. Lange wirst du es nicht mehr anhaben. Ich liebe dich. Tut mir leid, ich bin einfach nicht in der Stimmung. Ich bin wirklich müde. Ja, wovon denn? Im Büro ist doch zurzeit nicht viel los, oder? Ja, das müsstest du eigentlich besser wissen. Da stapeln sich nur so die Akten. Wir holen das nach. Versprochen. Noch so viele Orte, die ich meinem Vater gerne zeigen würde. Vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen Geheimtipp für mich. Klar. Samir, ich muss jetzt wirklich los. Meine Abrechnungen machen sich leider nicht von allein. Möchtest du nicht doch noch hierbleiben und mit uns essen? Danke, aber genießt ihr den Abend mal besser zu zweit. Schade. Er hätte sich sicher gefreut. Da ist er ja. Ich gehe dann mal. Tschüss. Tschüss. Warum erzählen Sie Samir immer noch diese Farce von der Geschäftsreise? Ich will uns den Abend nicht verderben. Das ist aber nicht fair Samir gegenüber. Im Gegenteil. Sie soll sich an unsere glücklichen Zeiten erinnern und nicht jetzt schon leiden. Wenn Sie das für richtig halten, also meine Meinung kennen Sie ja. Schönen Abend. Hallo, Samir. Alles in Ordnung? Wenn ich meine Tochter bei mir habe, ist alles in bester Ordnung. Begriffen, wer dich wirklich liebt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich auf dich gewartet habe. Komm, lass uns Versöhnung feiern. Champagner, Kaviar. Du weißt wirklich, was ich gehört habe. Ich weiß, was du mir wert bist. Ich dachte nicht, dass du noch kommst. Das wollte ich auch nicht. Aber ich konnte nicht anders. Wann kommst du zurück? Ich hoffe bald. Und warum konntest du die Reise nicht verschieben oder absagen? Ich hätte noch so gern so viel mit dir unternommen. Mach's mir nicht so schwer, Samir. Ich habe ohnehin gezögert, ob ich diese Reise antreten soll, aber ich habe keine andere Wahl. Was ist es eigentlich genau? Du hast noch gar nicht so viel darüber erzählt. Wo fährst du genau hin? Ich muss eine dringende Angelegenheit erledigen. Geschäfte. Nichts Spannendes. Aber könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Mhm. Bewahr den hier bitte für mich auf. Was ist das? Der Diamant. Aber du hast dich doch bisher nie von ihm getrennt. Diesmal habe ich ein besseres Gefühl, wenn der Stein bei dir bleibt.
Warum bewahrst du ihn nicht im Hotelsafe auf? Weil ich dir mehr vertraue. Dieser kostbare Stein, das ist eine riesige Verantwortung. Deshalb kann ich ihn nur dir anvertrauen. Ich weiß nicht. Bitte. Danke. Hey, was macht dein blaues Auge? Ah, verstehe, Simon hat dich gleich vor die Tür gesetzt. Nichts von all dem. Hat er gar nicht auf dein Geständnis reagiert? Es ist gar nicht erst dazu gekommen. Erst hat er mir gedankt, dass ich Victoria gerettet habe, und dann hat er gesagt, ich sei sein bester Freund. Oh ja, da passt natürlich so ein... Und übrigens habe ich mit deiner Freundin rumgeknutscht, ganz schlecht. Victoria hat ihm auch nichts davon erzählt. Ich dachte, sie wollte es ihm schon in der Scheune sagen. Ich verstehe es ja auch nicht. Ja, das ändert natürlich alles. Inwiefern? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Victoria mehr für dich empfinden könnte als nur Freundschaft? Mehr als nur Freundschaft? Ja, vielleicht hat sie in der Scheune deshalb nichts gesagt, weil sie den Kuss toll fand. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Wie kommst du dazu, mich zu küssen? Sorry. Ich weiß nicht, was da gerade in mich gefahren ist. Das war falsch. Allerdings. Unsinn. Nein, überleg doch mal, dafür spricht so einiges. Hör endlich auf mit deinen Theorien, ja? Gehen? Ja, ich bin spät dran. Es war wundervoll mit dir. Mhm. Ich wusste, wir passen gut zusammen. Und du weißt es auch. Damit eins klar ist, ja? Du liebst mich und kannst ohne mich nicht sein, ich weiß. Wir reden aneinander vorbei, André. Im Gegenteil. Wann beendest du endlich die leidige Affäre mit meinem Bruder? Ich beende die Affäre jetzt sofort. Und zwar nicht mit Werner, sondern mit dir. Das ist sehr witzig. Ich mache keine Witze. Ja. Aber du kannst ja nach dieser Nacht nicht einfach Schluss machen. Wir hatten guten Sex. Mehr aber nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Das war einmalig, was wir erlebt haben, Fiona. Dann behalte es in guter Erinnerung, denn es wird keine Wiederholung geben. Ich brauch dich und du brauchst mich auch. Vergiss es. Okay, dann verschwinde. Ach ja, so plötzlich, ja? Du kannst eh nicht lange ohne mich sein. Schönen Tag. Ah, Alfons. Bestellen Sie dies doch bitte telefonisch und lassen Sie es später von einem unserer Pagen in München abholen. Juwelier Kratzer. Ja, bei dem habe ich schon einiges bestellt. Ich nehme an, es ist für eine Dame, ja? Naja, für wen denn sonst? Gibt's da ein Problem? Mit der Bestellung, nein. Und weswegen dann? Ja, ich frag mich nur, ob diese Dame ihr Geschenk zu schätzen weiß. Alfons, Damen wissen ein solches Geschenk immer zu schätzen. Warum sollte Fiona Marquardt eine Ausnahme sein? Frau Marquardt. Ja. Wenn Sie meinen. Passt Ihnen etwas nicht? Alfons, aus mit der Sprache. Ach, ich meine nur, dass Frau Marquardt Charlotte nicht einmal das Wasser reichen kann. Das erlauben Sie sich eigentlich? Sie haben mich gefragt, was ich denke. Ja, diesbezüglich habe ich mir im Laufe der Zeit schon einiges von Ihnen anhören müssen. Ja, ich bin halt ein ehrlicher Mensch. Unverschämt wäre richtiger. Falls Sie mich missverstanden haben sollten, bin ich gern bereit, mich zu entschuldigen. Nein, mein Lieber, ich habe Sie schon vollkommen korrekt verstanden. Mein Privatleben geht Sie überhaupt nichts an.
Selbstverständlich, Herr Direktor. Kümmern Sie sich gefälligst um die Angelegenheiten, für die Sie als mein Chefportier verantwortlich sind. Ja. Schmuck bestellen. Jawohl! Schmuck bestellen zum Beispiel. Morgen, Gregor. Ich habe gehört, du fährst meinen Vater zum Flughafen nach München. Ja. Schließt du denn extra deine Praxis deshalb? Ach, ich bin ja gleich wieder da. Ich kann ja so lange Telefondienst machen für dich, wenn du möchtest. Danke, das ist nett, aber das brauchst du nicht. Gregor, danke, dass du so sehr auf meinen Papa aufpasst. Darf ich? Danke, sehr freundlich. Was machst du hier draußen? Du holst dir noch eine Erkältung. Ich kann dich doch nicht einfach so fahren lassen, ohne dich vorher zu drücken und dir eine gute Reise zu wünschen. Wir haben uns doch schon verabschiedet. Papa? Das man auch spüren, oder? Also ich weiß wirklich nicht, wer von euch beiden die bessere Figur abgibt. Du oder der Besen? Schleich dich! Ist ja schon gut. Bin mucksmäuschenstill. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Bis morgen schaffe ich das nicht. Was ist denn morgen? Abschlussball? Nein, ist aber eine zwickend Wirtschaft. Tanztee. Oh je, obwohl du keine Ahnung vom Tanzen hast? Na, da hast du aber ein dickes Ei gelegt. Du willst Blätter her und willst, dann kommst du gleich gehen, gell? Weißt du noch, als mich meine Mutter zu diesem Tanzkurs überredet hat? Ich hab's gehasst. Aber dann, mit dem süßen Mädel, da hat das sogar richtig Spaß gemacht. Das glaube ich. Aber was nutzt mir das? Ich könnte Ihnen ein paar Schritte zeigen. Ich tanz doch nicht mit einem Mann. Wenn's dir hilft, dann stell dir halt vor, ich bin der Besen. Ja, also schau, schau, mit deinen Haaren, das ist ja Besen. Eine Vorstellung, du und dein Besen. Ja. Ich wollte nur nett sein, aber dann viel Spaß mit deiner Freundin. Na, halt, du bleibst. Es ist aus. Hey, ich wollte den Dienstplan mit dir abstimmen. Du kannst sie natürlich auch gern mit deinen Kollegen durchgehen. Klar. Gut, wenn es irgendwelche Änderungen gibt, lass es mich einfach wissen. Ich habe also kein Zutrittsverbot in dein Büro? Entschuldigung, sollte ein Witz sein. Ging wohl daneben. Ja. Danke dir. Danke, dass du Simon nicht gesagt hast, das mit dem Kuss. Ich war kurz davor. Ja, ich weiß. Aber dann ist mir klar geworden, wie sehr ich ihn damit verletzen würde. Eure Freundschaft wäre hin und unsere Beziehung mal wieder auf der Kippe. Wegen so einem harmlosen Kuss muss man doch kein Drama machen. Das war ja doch der Kuss. Harmlos, oder? Ja, ganz harmlos. Ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren ist. Dann streiche ich ihn einfach aus meinem Gedächtnis. Schließ die Augen. Mhm. Und stell dir vor, dass ich nicht dein Neffe bin, sondern deine schöne Landrätin. Das ist ja also Fantasie, dass du da fehlt schon ein bisschen was. Okay, schon gut. Anders. Schließ einfach die Augen und hör der Musik zu.
Geht doch. Ja, bitte. Du wolltest mich sprechen? Ja, komm. Nimm da bitte Platz. Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Ich habe erfahren, dass wir bald Besuch von einem Restaurantkritiker bekommen werden. Mhm. Wer hat dir das erzählt? Ein Kollege aus der Hotelbranche. Und wer soll das sein? Ja, das konnte mir der Kollege leider nicht sagen. Er weiß nur, dass da so ein Kritiker durch die Gegend fährt und spontan Besuche abstattet. Mhm. Und wie kann ich dir da helfen? Ich dachte mir, vielleicht kannst du herausbekommen, wer es ist und wann er kommt. Okay, gut, das werde ich versuchen. Noch was. Ich bin dir noch etwas schuldig. Wofür das denn? Du hast mir gestern Abend klargemacht, dass ich mir mehr Mühe geben und deine Zuneigung nicht als selbstverständlich hinnehmen sollte. Bitte schön. Danke. Wow. Die ist ja wunderschön. Es freut mich, dass sie dir gefällt. Danke dir. Darf ich sie dir umlegen? Dann kannst du gleich sehen, wie sie dir steht. Moment. Großartig. Aber sie ist nicht halb so schön wie du. Ach, danke. Sag mal, meinst du nicht, wir könnten Ärger bekommen mit diesem Restaurantkritiker? Inwiefern? Naja, unter Roberts Führung hatte die Küche eine ganz besondere Klasse und ich glaube, Konopka kommt da nicht heran. Ja, hast du wieder Streit mit meinem Bruder? Nein, es geht um den Ruf des Fürstenhof-Restaurants. Konopka ist einfach kein Sternekoch. Mach dir keine Sorgen. André kocht gut genug. Die Kette steht dir wirklich wunderbar. Du bist wunderbar. Stich? Nee. Aber vielleicht kannst du mir erklären, warum Frauen eigentlich immer Liebesfilme ansehen wollen. Weil wir Romantik brauchen. Oh. Hey, ich habe eine Idee. Du bleibst hier, dann sind wir 2 gegen 1 und Victoria muss sich einen Actionfilm ansehen. Das kommt nicht in Frage. Ich bin in der Minderheit und habe das Recht zu entscheiden. Hilf mir! Tut mir leid, ich bin mit Ben verabredet. Und was habt ihr vor? Er hat da so eine Bar entdeckt, im übernächsten Dorf. Die wollen wir mal zusammen erkunden. Hast du es gut? Mag es nicht. Ich kann ihn nur kurz beneiden, oder? Ja, dann geh mit. Ich schau mir dann alleine den Film nur mit meinen Taschentüchern an und werd mir... Ich heule aber viel lieber mit dir. Dann geht's also auf die Jagd, ne? Mal sehen. Vielen Dank, viel Spaß. Den werde ich haben. Wir auch. Also, was ist mit dem? Meinetwegen. Freut mich, Mama. Der Boden ist noch feucht. Seit wann musst du denn hier putzen? Mein letzter Kunde hatte Drecksschuhe. Die Putzfrau kommt etwas später, also muss man sowas selber machen. Hast du deinen Vater vor seiner Abreise noch mal gesehen? Ja, kurz. Und welchen Eindruck hat er auf dich gemacht? Wie meinst du das? Er war gestern so... Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. So emotional.
Naja, vielleicht versucht er einfach, dich zurückzuerobern. Ich weiß nicht. Er war so ganz anders als die letzten Tage. Ja, stimmt. So lieb und weich. Gar nicht mehr so verbohrt und verbittert wie sonst. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Er hat mich gestern Abend so traurig angesehen. Traurig? Naja, vielleicht irre ich mich auch. Ich muss los. Bis später. Papa hat sich heute Morgen wirklich komisch verhalten. Er hat ja sogar Tränen in den Augen gehabt, als er ins Auto stieg. Dabei fährt er doch nur für ein paar Tage weg. Wieso vertraut er mir den Diamanten an? Mama hat bestimmt recht. Da stimmt was nicht. Ist es soweit? Ja. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Rose. Sie sind hier in sehr guten Händen. Ist ein komisches Gefühl, wenn man die Kontrolle über sich anderen überlässt. Ja, diesmal bleibt Ihnen aber nichts anderes übrig. Leider. Meine Kollegen werden tun, was in ihrer Macht steht. Ob das reicht? Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Wenn der Tod an die Tür klopft, muss man ihm folgen. Nein, Herr Rothe, so dürfen Sie nicht denken. Herr Doktor, falls es schief geht, sagen Sie Samir, dass ich diese Geschichte mit der Heirat zutiefst bedauere. Das weiß sie längst. Noch eine Bitte. Passen Sie auf meine Tochter auf, bitte. Sie mag sie sehr. Da bin ich mir sicher. Versprochen. Ich kümmere mich um Samir. Herr Rothe, jetzt geht's dann gleich los. So, Bichler, ich sag Ihnen, die Zwickte werden's umhauen. Ich werde mit der schönen Rose eine Sohle aufs Parkett legen, das bloß so kracht. Ja, freilich kommt die gleich. Was? Ja, wie wir ihn schon gerade haben, ja. Da kommt schon. Also, ich muss Ihnen sagen, Sie werden von Mal zu Mal jünger, also trotz Ihrem Alter. Ja, Herr Bürgermeister, jetzt hören Sie doch auf mit dem Süßholzgeraspel. Ich rede frei, man soll es rinnen, wie einem der Schnabel gewachsen. Das ist meine Devise. Schön, wie schön. Und was ist, gehen wir tanzen, wir zwei Hübschen? Andermal herzlich gern. Ah, nix da, ein. Tschatschatschatschatsch, mit Bier, die wird's nicht so schnell vergessen. Ja, schon, aber ich bin ein bisschen unpässlich. Okay, was ist passiert? Eine Glühbirne habe ich reingeschraubt. Mei, hat sich der Schlag getroffen. Dafür haben sie relativ gut gehalten. Von der Leiter hat es mich gehauen. Mei, um Gottes Willen, das tut mir leid. Aber ein Weibsbild wie Sie, der macht das nichts aus. Leider schon. Ja, um Gottes Willen, das schaut ja besser aus. Ja, sag einmal. Aua! Nein, Entschuldigung. Hallo?
machst du hier? Ich suche meinen Vater. Woher wusstest du überhaupt, dass er hier ist? Von dir jedenfalls nicht. Ich muss mich doch noch von ihm verabschieden, bevor er operiert wird. Ich muss ihm noch Glück wünschen. Wo ist er? Wie geht's ihm? Es ist zu spät. Dein Vater wird gerade operiert. Wieso hast du mir nichts gesagt, mich die ganze Zeit hingehalten? Du wusstest es! Samia, Ich hatte keine Chance, mich von ihm zu verabschieden! Wenn er jetzt stirbt, dann bist du schuld, Gregor. Wie heißt die Dame, die das Restaurant testen wird? Edwina Mühlbauer. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Morgen, gut. Dann melde ich mich wegen eines genauen Termins. Danke Ihnen. Willst du ausziehen? Ich weiß leider nicht, wer uns testen wird. Ich weiß nur, dass es ein Mann sein wird. Wo ist denn Dr. Bergmeister? Ach, den brauche ich hier nicht. Der Herr Direktor hat einen Hinweis bekommen, dass heute oder morgen ein Restauranttester zu uns kommen wird. Aber niemand weiß, wer es ist. Mhm. Und kann man so einen Heini nicht ganz einfach erkennen? Doch, das kann man schon. Und drum kriegen Sie jetzt einen Spezialauftrag von mir. So eine Krankheit, die hat doch immer irgendwelche Komplikationen. Kann der Kerl nicht einfach nur sterben? Mhm.